Im Sprache-Kindergarten Wörterkiste haben wir die Aufgabe, die Kinder therapeutisch in ihrer Sprachentwicklung zu begleiten. Diese Begleitung sieht im Alltag so aus, dass wir auch viele Symbole einsetzen. Symbole, die jetzt durch die Corona-Zeit deutlich mehr geworden sind. Man betritt das Haus und schon kommen die ersten Hinweise in Rot, also als Warnhinweis, Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen. Das sind nicht nur neue Wörter, sondern auch neue Regelungen für Kinder, die wir ihnen gut erklären müssen, aber die Kinder auch ganz toll im Alltag umsetzen. Ein Beispiel dafür, wie Symbole wirken, ist die Frage, die wir Kinder manchmal stellen, warum darf man nicht über eine rote Ampel? Die Antwort der Kinder im letzten Jahr vor Corona war zu 98%, weil dann die Polizei kommt. Stellen wir heute diese Frage, antworten die Kinder mit Nachdruck wegen Corona. Corona bringt viele Einschränkungen für uns alle in unserem Alltag. Ein Fazit ist aus der Wörterkiste, dass die Kinder da viel besser mit umgehen, als wir ihnen allen zutrauen.